Hillary Clinton ist also die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten in den USA. Im Juli wird sie in Philadelphia offiziell nominiert werden. Eine Frau als Kandidatin. Historisch nennt man das in so gut wie allen amerikanischen Medien. Am letzten großen Vorwahltag gestern hat Clinton noch einmal abgeräumt. Auch ohne die von der Partei entsandten und nicht gewählten Superdelegierten hat Clinton nun eine satte Mehrheit der Delegierten hinter sich. Bernie Sanders hat keine Chance mehr, will aber trotzdem nicht aufgeben. Zumindest noch nicht. Aus den USA, Hannelore Veit. Es ist die Nacht der Hillary Clinton. Sie gewinnt nicht nur Kalifornien den großen Preis an diesem Abend, sie siegt auch in drei weiteren Bundesstaaten. Zum ersten Mal in unserer Geschichte wird eine Frau als Präsidentschaftskandidatin nominiert werden. Ein Jahr zermürbender Vorwahlkampf ist für sie zu Ende. Bernie Sanders ist de facto aus dem Rennen, allein er will davon nichts wissen. Sanders bleibt stur. Wir kämpfen weiter für soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit bis zum Parteitag in Philadelphia. Sanders glaubt an seine Ideen, will die Demokratische Partei weiter nach links rücken, offenbar mit allen Mitteln. Die Fans stehen zu ihrem Kandidaten. Als er Hillary Clinton gestern zum Sieg gratuliert, gibt es Buhrufe. Hillary Clinton muss jetzt vor allem die enttäuschten Bernie Sanders-Wähler für sich gewinnen. Gestern Abend in ihrer Siegesrede hat sie bereits die Hand in ihre Richtung ausgestreckt. Versöhnungsarbeit in der Partei soll jetzt dieser Mann leisten. Präsident Obama wird morgen mit Bernie Sanders zusammentreffen und wohl versuchen, die Wogen zu kletten. Hannelore Veit war das aus Washington.